wenn man sich eine 360-Grad-Kamera zulegt, dann ist es ungeschriebenes Gesetz, dass das hier der erste Shot ist, den man damit macht. Dabei können die Dinger doch so viel mehr als Tiny Planet Shots. Was 360-Grad-Kameras sind, welche Specs die Insta360 ONE X2 hat und wozu man 360-Grad-Kameras überhaupt braucht, was man damit eigentlich macht. Darum geht es heute in diesem Video. Das schöne Schmuckstück hier ist die Insta360 ONE X2. Insta360 hat echt ein Faible für komplizierte Kamerabenennungen. Die Insta360 ONE X2 ist der Nachfolger der Insta360 ONE X und ist eine 360-Grad-Kamera. Was sind 360-Grad-Kameras? Kurz erklärt, 360-Grad-Kameras haben einfach auf beiden Seiten eine Linse. Die eine Linse nimmt 180 Grad auf der Seite auf, die andere Linse nimmt 180 Grad auf der Seite auf und dann wird das Ganze durch die Software kombiniert und es kommt ein Rundumbild raus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es, wenn du diese Kamera verwendest, überhaupt nicht mehr wichtig, wo die Kamera hin zeigt, sondern nur noch, wo im Raum sie sich befindet. Einziges Problem ist die sogenannte Stitchline, die befindet sich hier. Also da, wo quasi die beiden Linsen überlappen. Und da sollte man nicht zu nah am zu filmenden Objekt sein, weil es sonst zu komischen Artefakten kommen kann. Ist das Ganze aber weiter entfernt als 1 bis 2 Meter, dann sieht man davon nichts mehr und man bekommt ein perfektes Bild, auch an der Stelle, wo eigentlich gar keine Linse ist. Kommen wir mal zu den Specs, die Insta360 so auf ihrer Webseite zu dieser Kamera bewirbt. Das Ding wiegt ungefähr 150 Gramm, ist circa 12 cm hoch, 5 cm breit und 3 cm tief. Es ist also tatsächlich kleiner als ein Smartphone und passt in jede Hosentasche. Ich habe ja schon mal ein Video zur Insta360 Go 2 gemacht und die Funktionen, die man davon kennt, die finden sich auch hier drin wieder, nur eben mit dem Vorteil, dass man zwei Linsen hat und die Kamera einfach in jede Richtung filmt. Die Kamera hat eine Auflösung von 5,7K bei 360-Grad-Aufnahmen. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber gar nicht so viel, weil diese 5,7K sich auf das ganze 360-Grad-Bild beziehen. Also eine Linse davon, 180 Grad, filmt quasi nur die Hälfte davon. Und da man eigentlich immer nur einen Ausschnitt verwendet, wenn man eben nicht diese Tiny Planet Shots hat, sondern einen Ausschnitt eben verwenden will, wenn man irgendwas trackt oder ähnliches, dann kommt man natürlich auf eine geringere Auflösung. Im 5,7K-Mode filmt das Ding mit bis zu 30 Frames pro Sekunde. Regelt man das Ganze runter auf 4K, kommt man schon auf 50 Frames die Sekunde und bei 3K kommt man sogar auf 100 Frames die Sekunde. Das heißt, es geht damit auch 3D Slow Motion. Allerdings auf die gesamte Aufnahmefläche des 360-Grad-Bilds eben nur mit 3K. Dann kann ich das Ding aber nicht nur als 360-Grad-Kamera verwenden, sondern auch als normale Action-Kamera. Dazu gibt es hier diesen Button, 360 Grad, da kann ich draufklicken. Dann sind es nur noch 150 Grad. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Dann sind es nur noch 150 Grad, dann kann ich einstellen Hoch- oder Querformat und kann das Ganze eben als normale Actionkamera, die super stabil ist, nutzen. Im Steadicam, also im Weitwinkelmodus, wo man eben nur mit einer Linse filmt, hat die Kamera dann eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Bei bis zu 50 Frames. Also eigentlich genauso wie die Insta360 Go 2 und auf jeden Fall genug für YouTube. Zumindest für meinen Fall. Sowohl bei der 360-Grad-Aufnahme als auch bei der Weitwinkel-Steadicam-Modus kann ich mir aussuchen, ob ich das Ganze nachträglich zuschneiden will in 9:16, 16:9 oder 1:1. Also auch hier habe ich verschiedene Formatoptionen. Was die Produktion für zum Beispiel YouTube und Instagram gleichzeitig deutlich vereinfacht. Apropos super stabil, die sogenannte Flow-State-Stabilisierung, die man von den Insta360-Kameras kennt, die ist auch hier am Start und auch der Horizon-Lock, den gibt es hier auch, also dass der Horizont immer gerade ist. Das stabilisiert wirklich unheimlich gut, also selbst in der Bewegung ist es tatsächlich astrein stabilisiert. Lediglich, wenn man dann irgendwie sich auf dem Fahrrad über wurzliges Gelände oder so bewegt, dann wird es manchmal ein bisschen holprig und nicht ganz so vielleicht wie in der Werbung, aber trotzdem ist das Ding echt stabil wie sonst kaum eine Kamera. Also wenn ich sonst eine Actioncam oder vielleicht sogar einen Gimbal habe,
habe ich da auch gelegentliche Shakes drin und ähnlich ist es hier auch. Die Stabilisierung erfolgt ausschließlich über die Software. Man kann es auch ausschalten, da sieht man dann den deutlichen Unterschied zum stabilisierten Material. Normalerweise bedient man das Ding via App. Also ich connecte die Kamera mit Wi-Fi mit meinem Smartphone und kann dann über die App am Smartphone sehen, was ich filme, kann das Bild ausrichten und so weiter. Ihr habt es gerade schon gesehen, das Teil hat aber auch einen Touchscreen. Der ist ziemlich hell und wird als ultrahell eben beworben. Und es ist tatsächlich so, dass man den auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen kann. Es ist ein bisschen schwieriger zu bedienen über den Touchscreen, finde ich. Das ist nicht ganz so präzise wie die App, aber auch hier kann ich dann mein Bild quasi ausrichten und sehen, was ich gerade filme. Ist auf der Kamera, glaube ich, ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich kann hier touchen und kann hier auch die Einstellungen machen. Geht aber alles tatsächlich sehr viel bequemer über die App. Ist aber auch schön, dass es ohne geht, wenn man ja eben mal nicht die Zeit hat und wenn es mal schnell gehen muss. Zu der Kamera gibt es einen Selfie-Stick. Ja, ich weiß, bisschen peinlich, aber bei der Kamera tatsächlich von Nutzen. Ich finde übrigens, Selfie-Stick ist tatsächlich hier nicht das richtige Wort. Das Ding müsste eigentlich Omni-Stick heißen, weil es geht ja nicht darum, mich selbst zu filmen, sondern auch eben alles andere. Das Teil ist insofern cool, weil man es halt relativ weit ausziehen kann. Ist ausgezogen ungefähr 1,70 lang. Es gibt auch eine 3 Meter Variante, die dann noch ein bisschen länger ist eben. Und der große Vorteil von diesem Ding ist, im Bild der Kamera verschwindet der automatisch. Der befindet sich in der, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in der Stitch-Line und der wird automatisch von der Software erkannt und entfernt. Das heißt, man sieht also nicht, dass ich das Ding in der Hand halte. Also die Leute, die mich von außen sehen, die sehen das leider immer noch. Das ist, wie gesagt, ein bisschen peinlich, wenn man damit durch die Stadt läuft. Das bleibt nicht aus. Aber das Bild selber, das sieht tatsächlich so aus, als würde einem eine Kamera folgen. Wenn man das Teil zum Beispiel auszieht und so hinter sich herträgt und einfach durch die Gegend läuft, dann sieht es aus, als würde einem eine Kamera oder eine Drohne folgen. Das ist tatsächlich ziemlich cool und bietet die Möglichkeit für innovative Perspektiven, vor allem auch, wenn man alleine ist und alleine filmt. Das ist ein enormer Vorteil von diesem Ding. Die Kamera selbst ist wasserdicht bis 10 Meter. Das heißt, ich kann die auch unter Wasser verwenden. Wer damit also schnorcheln gehen will, der kann sich die irgendwie an die Birne klatschen oder an Chest Mount machen oder was ähnliches. Oder eben auch mit dem Selfie-Stick verwenden. Bis zu 10 Meter ist das überhaupt kein Problem. Mit einer normalen Software kann ich diese 360-Grad-Aufnahme nicht direkt bearbeiten. Für Premiere und Final Cut gibt es Plugins. Am einfachsten und schnellsten geht das Ganze tatsächlich über die Handy-App, die Insta360-App. Und für den Desktop gibt es noch Insta360 Studio, womit man auch diese Aufnahmen importieren, reframen und bearbeiten kann. Das Ganze hat 360-Grad Audio, das heißt, ich kann auch darum rumgehen und das Audio Signal ist trotzdem immer gut. Es ist ein bisschen windanfällig. Es gibt aber auch einen Modus, in dem man der Kamera sagen kann, dass Windgeräusche unterdrückt werden sollen. Dann funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Kamera jetzt nicht durch den Ton überzeugt, aber auch hier gibt es Lösungen, denn es gibt für diesen USB-C-Anschluss, der eigentlich hier zum Laden gedacht ist, dafür gibt es Adapter. Die kann man anschließen und dann kann man zum Beispiel ein Rode Wireless System da dran machen oder eben DJI Wireless Mics, eben Lav Mics, die drahtlos übertragen und dann ist auch der Sound in gewohnter Qualität. Meine Lieblingsfunktion ist, wie bei der Insta360 Go 2, die Timeshift-Funktion, also Hyperlapses, bewegte Zeitraffer, Zeitraffer, die eine relativ schöne Bewegungsunschärfe hinzugefügt bekommen und direkt hieraus exportiert werden können. Für Hyperlapses ist gleich bewegte Timelapses wirklich mega geil und gerade so für Insta oder mal eine Story etc., für coole Videoeffekte, für ein bisschen Überraschung im Video ist das genau das Richtige. Enorm gut ist übrigens auch, dass ich, wenn ich das Ding auch zum Beispiel auf dem Selfie-Stick habe, dann müsste ich ja eigentlich noch Record drücken und oft habe ich den Selfie-Stick schon ausgezogen und müsste dann nochmal zurück Record drücken, nochmal in die Position. Ich kann aber auch einfach sagen, Start Recording. Dann fängt das Ding an zu recorden und recordet eben so lange, bis ich zum Beispiel sage, Stop Recording.
Das ist schon ziemlich cool. Es gibt noch ein paar andere Sprachbefehle. Also man kann das Ding tatsächlich per Sprachbefehl steuern. Ziemlich geil, ziemlich handy, wenn man das irgendwo festgemacht hat, wenn man das in irgendeiner Position hat, wo man nicht so einfach wieder hinkommt. Noch ein paar Worte zu Akkukapazität und Fotoauflösung. Die Akkukapazität sind 1630 mAh. Filmt man jetzt mit 5,7K bei 30 Frames die Sekunde, kann man damit ungefähr 80 Minuten aufnehmen und genauso lange dauert es auch, bis die Kamera wieder aufgeladen ist. Ungefähr 85 Minuten ist die Herstellerangabe, aber es dauert ungefähr gleich lang. Die Fotoauflösung im 360-Grad-Modus liegt bei dem Ding bei 6080 x 3040 Pixeln und im Panoramamodus, also einfach im Nicht-360-Grad-Modus, bei 4320 x 1440 Pixeln. So viel zu den Specs. Wozu ist dieses Ding jetzt eigentlich wirklich gut? Also, wie verwendet man das im realen Leben? Tiny Planet Shots sind natürlich ein Anwendungsgebiet für diese 360-Grad-Kameras, nutzt sich aber relativ schnell ab, der Effekt. Also man findet den am Anfang geil, wie das auch so mit Drohnen ist. Am Anfang findet man diese Top-Down-Shots auch total cool. Dann macht man das fünfmal, dann findet man es nicht mehr so cool. Außerdem habe ich ja vorhin schon gesagt, sich alleine dafür so eine Kamera zu kaufen, dafür ist das Ding dann doch ein bisschen zu teuer. Aber wo das Ding wirklich hilfreich ist und diese 360-Grad-Funktion hilfreich ist, ist immer dann, wenn man was filmen möchte und eigentlich alleine ist. Also wenn man Bewegung im Bild haben möchte und alleine ist. Ich kann also zum Beispiel während einer Autofahrt das Ding mit einem Saugnapf an die Scheibe hängen und ich kann nach vorne filmen, kann die Straße filmen, ich kann gleichzeitig mich filmen, muss das Ganze in der App dann halt einfach zweimal exportieren und ich könnte zum Beispiel auch noch meine wertvolle Fracht, die Pizza, auf dem Beifahrersitz filmen. Hab dann automatisch mehrere Perspektiven und krieg so aus einer Szene, wo ich sonst relativ oft Takes machen müsste, die Kamera wechseln müsste, eigentlich eine zweite Person brauchen würde, da hat die Kamera wirklich ihre Vorteile, denn sie filmt eben einfach alles. Und klar kann man daraus dann auch nochmal einen Tiny Planet Shot machen, dass es aussieht, als würde man in einem Raumschiff unterwegs sein. Was noch cool ist, ist, wenn man sich eben selbst filmen will, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, mit Hilfe von diesem Selfie-Stick, den man eben in dem Bild auch nicht sieht, kann man sich super selber filmen. Man kann den ausziehen und kann den zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, über die Schulter packen und hat dann eine schöne Third-Person-Perspektive. Man kann das Ding hinstellen. Einfach, ich habe mir hier dazu so einen Stativfuß. Hier unten gibt es nämlich so ein Stativgewinde, kann man auf ein Stativ stellen und einfach auf Record drücken, dann kann man vorbeilaufen und kann zum Beispiel auch das Panning, also die Verfolgung von einer Person in der App nachträglich hinzufügen. Dann sieht es aus, als würde jemand die Kamera schwenken, ohne dass da eine Person ist, die wirklich eine Kamera schwenkt. Und neben all diesen Verwendungszwecken, um zu filmen, wenn man alleine ist und wenn man eben keine Freunde hat, die einen begleiten, gibt es natürlich noch jede Menge kreative Einsatzmöglichkeiten für diese Kamera. Da gibt es auch das sogenannte Insta360 Shot Lab auf der Smartphone-App und da wird einem dann auch in Tutorials gezeigt, wie man Dinge filmen muss und dann kann man zum Beispiel lustige Reels, Stories etc. relativ einfach machen, ohne dass man wirklich Post-Processing-Skills hat und ohne dass man viel tun muss, denn die AI übernimmt da sehr viel. In Zukunft werde ich euch auf jeden Fall das ein oder andere Video zeigen, das ich damit geschnitten habe. Ich werde Tutorials dazu machen, wie man das Ding kreativ verwenden kann, wie man eine 360-Grad-Kamera oder im Speziellen diese 360-Grad-Kamera gut einsetzen kann, kreativ einsetzen kann, vielleicht auch so, wie man es noch nicht so oft gesehen hat. Was mit der App alles möglich ist, welche Nachbearbeitungsmöglichkeiten man hat. Wenn du also Interesse hast an 360-Grad-Kameras, dann abonniere jetzt gerne den Channel. Wenn du jetzt Bock hast, dir eine Insta360 One X2 zuzulegen, dann kannst du das über den Link hier unten tun. Das ist ein Affiliate-Link, da kriege ich eine kleine Provision, muss ich dazu sagen. Allerdings entstehen dir dadurch keine Nachteile, also es ist nicht teurer, es ist, du hast eben keine Nachteile, es ist genau der gleiche Preis, wie wenn du es woanders kaufen würdest oder einfach im Shop ohne diesen Link kaufen würdest. Aber du erhältst noch einen kostenlosen Linsenschutz und den Selfie-Stick dazu als Bonus. Wenn du da Lust drauf gekriegt hast, dann einfach hier unten klicken.
Ansonsten gilt wie immer: Fragen, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Wenn du mehr über die Kamera wissen willst, über Funktionen, über Einsatzmöglichkeiten etc., dann lass es mich gerne wissen. Wie gesagt, in Zukunft wird dazu öfter auf dem Channel was kommen, also gerne abonnieren. Und damit sind wir dann heute auch am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video vielleicht schon mit irgendwas, was mit dieser Kamera produziert wurde. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.